Herzlich willkommen zur neuen Sendung im Kabeljournal. Mein Kameramann und ich, wir haben heute mal wieder Wandertag. Wir sind zu Besuch im Depot Pohl Ströer in Gelenau und der Herr Schuster an meiner Seite möchte Ihnen gerne die neue Sommerschau vorstellen. Herr Schuster, was ist im Rahmen der Sommerschau alles zu sehen? Ja, wie jedes Jahr seit 3 Jahren haben wir eine neue Sommerschau aufgebaut, die sicher groß und klein ansprechen wird. Das Motto ist Auto, Kran und Co. mit Puppen und Bären. Also das ganze Spielzeugsortiment ist vertreten und wir stehen hier vor einer wunderbaren Vitrine. Wir sehen es schon, Auto, Kran ist zu sehen. Es geht um Holzspielzeugautos und zwar eine ganz bestimmte Produktion aus Werdau. Da gab es die BGH Friedrich Fröbel in Werdau und die hat seit 1958 diese Holzfahrzeuge hergestellt. Und wir werden dann viele von diesen Exponaten sehen, die die zeitliche Entwicklung darstellen. Über 50 solcher Holzfahrzeuge aus einer privaten Sammlung und hoffen, dass damit auch viele Kinder und auch Erwachsene angesprochen werden. Diese Holzfahrzeuge, haben die irgendwelche Besonderheiten? Ja, die sind zum Spielen in den Kindergärten vor allen Dingen gedacht gewesen. Ich selbst habe mit so einem Fahrzeug spielen dürfen. Das ist eine schöne Erinnerung. Und man konnte ganz robust damit umgehen, die Baggerschaufeln bewegen, den Kipper entladen und vieles mehr. Herr Schuster, die Szenerien, die hier für die Fahrzeuge aufgebaut sind, ich habe das Gefühl, die erzählen auch so ein bisschen so kleine Geschichten. Ja, das stimmt. Wir versuchen ja immer, das Ganze lebendig aufzubauen und wir haben uns wieder Mühe gegeben, Szenen zu gestalten. Ein Steinbruch ist entstanden, ein Bergwerk ist entstanden, kleine Zwerge arbeiten dort an diesen Holzfahrzeugen. Ein Zirkus ist angekommen im Ort, alle Tiere sind ausgestiegen, kleine Steiftiere und vieles mehr bis zur Szene mit einem großen Holztransporter ist zu sehen. Ja, und was es hier sonst noch so zu sehen gibt im Rahmen der großen Sommerschau, sehen Sie nach dem ersten Beitrag. Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt durfte den ersten Baggerhub vollziehen für das Projekt einer neuen Klärschlammverwertung. Mit dem ist der Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Niederfrohna den großen Zweckverbänden oder Anlagenbetreibern in Sachsen ein ganzes Stück voraus. Es ist die Nummer 1, die so eine Pyrolyseanlage zum Phosphorrecycling in Sachsen angeht. Also das ist schon bemerkenswert, dass es nicht etwa ein großer war, sondern der kleine, aber hochinnovative Zweckverband hier in Niederfrohna. Dass der Zweckverband Frohnbach, dessen Klärwerk eine Reinigungskapazität für ca. 40.000 Einwohner besitzt, neue Wege beschreitet, die Biomasse, sprich den Klärschlamm, zu verwerten, hat einfache Gründe, wird für die Zukunft aber auch nutzbringend sein. Aus diesem Klärschlamm, der energetisch abgereichert ist, der hat eine Faulung durchlaufen, der enthält noch 75% Wasser und muss derzeit entsorgt werden, tatsächlich für viel Geld, durch Mitverbrennung im Braunkohlenkraftwerk in Lippendorf. Aus dem wollen wir gerne einen nutzbringenden Wertstoff machen, nämlich einen phosphatreichen Dünger, der den Boden verbessert. Wir wollen Entsorgungskosten einsparen, das dient unseren Gebührenzahlern, und wir wollen den energetischen und stofflichen Kreislauf schließen, indem wir die Dargebote und Besonderheiten, die ein Klärwerk hat, nutzen können, also energetisch die Quellen einbinden und die Bedarfe, die ein solches Klärwerk hat, ebenfalls erfüllen. Also wenn dabei Wärme entsteht, dass man das als Prozesswärme gleich mit einbinden kann. Das ist der Vorteil einer dezentralen Anlage. Würde man sowas zentral irgendwo auf eine Fläche in Sachsen bringen, hätte man genau diese Probleme. Man braucht bei einer Trocknung, was so der erste Schritt wäre, sehr viel Energie. Ja, und wo nimmt man die her? Und wohin gibt man dann die entstehende Energie? Warm Wasser irgendwo in der Gegend. Braucht da niemand, aber so ein Klärwerk braucht sowas. Das spricht also dafür, das dezentral zu machen. Man spart sich die Entsorgungskilometer, also 1400 Tonnen von dem Zeug mit dem LKW durch die Gegend zu fahren. Kein Mensch weiß in den nächsten Jahren, Ende der Braunkohlenverwertung oder so, wohin das mal muss. Hamburg, München, da kommen also viele Kilometer zusammen. Das heißt, Ressourcenschutz, Klimaschutz ist das nächste Thema. Und die Bauern würden sich freuen, wenn sie ihre Felder nicht mehr mit Mineraldünger aus Importerzen aus Marokko düngen,
müssen, sondern sich kostenfrei bei uns ihren bodenverbessernden Dünger, der umweltschonender ist, abholen können. Der Weg von der ersten Idee bis zum ersten Spatenstich für das Projekt Pyrolyseanlage zur dezentralen Klärschlammverwertung war ein langer. Das ging 2009, 2010 los. Ganz viele Ideen waren dort da, die dann wieder verworfen wurden. Also von einer Solartrocknung über einen Lochbodentrockner zu einem Bandtrockner, bis wir jetzt einen Wirbelschichttrockner realisieren wollen. Und bei der Pyrolyse war es dasselbe. Ursprünglich wollten wir eine kleine Verbrennung haben. Dann war der Gedanke, eine Vergasung wäre günstiger, bis wir dann bei der Pyrolyse gelandet sind. Und schließlich elektrisch beheizt oder autotherm, dann ist es eine autotherme Maschine geworden, die dann hier verwirklicht werden soll. Also ganz lange Wege des Überlegens, von Berechnungen, von Abwägungen und praktischen Großversuchen. Also allein bei der Pyrolyse haben wir über 3-4 Jahre 5 Großversuche gemacht. Der Zweckverband hier in Niederfrohna ist mir schon seit langem bekannt als ein ganz innovativer, der versucht, intelligente Lösungen für Umweltprobleme zu finden. Und das ist ein nächster Schritt. Also wie bekommen wir Phosphor aus dem Klärschlamm heraus? Und über die Pyrolyse wird das hier in Niederfrohna zukünftig vollzogen. Das heißt, viele Partner arbeiten zusammen, von der Wissenschaft über Anlagenbauer, aber vor allen Dingen die Leute hier vor Ort, um diese Lösungen zu finden. Und nun ist heute der erste Spatenstich, um diese erste Pyrolyseanlage nicht nur in Sachsen zur Klärschlammbearbeitung, also Phosphorrecycling, auf den Weg zu bringen. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Gratulation und vor allen Dingen vielen Dank an die vielen innovativen Köpfe. Wie sieht das Verfahren nun aber genau aus? So sieht unser Klärschlamm aus, wie er hinten im Container ist. Krümelig, ungefähr 75% Wassergehalt, muffelt ein bisschen. Das ist er also noch voll mit organischen Stoffen, Polymeren, Keime, Arzneimittelrückstände, Kunststoffpartikel, Abrieb aus der Wäsche, aus den Haushalten, Kunstfasern, alles mit drin. Soll nicht aufs Feld. Der wird also im ersten Schritt getrocknet, dann sieht das so krümelig aus. Da sind vielleicht noch 10% Wasser drin, mehr nicht. Die organischen Bestandteile sind nahezu dieselben, er ist etwas keimärmer. Dieser getrocknete Schlamm wird dann in einen Reaktionsraum gegeben und über wenige Minuten auf 600 Grad Celsius temperiert, und zwar unter Luftabschluss. Und dabei zersetzen sich alle organischen Bestandteile. Es entsteht ein sehr energiereiches, kompliziertes Gas. Dieses Gas wird sofort verbrannt. Dabei entsteht heißes Wasser, also in einem Wasserkessel. Diese Wärme aus dem Wasser brauchen wir als Prozesswärme zur Beheizung unseres Faulturms. Da haben wir wieder die Bedarfe. Und dieses Zeug hier, dieses schöne schwarze Zeug, enthält also 25% Kohlenstoff. Der Chemiker sagt immer Black Carbon, also nicht Kohlenstoff in Form von irgendwelchen organischen Verbindungen, sondern tatsächlich mineralisierten Kohlenstoff, so wie Ruß oder Graphit eine Form davon ist, welcher fürs Bodenmilieu perfekt ist, welcher für die Speicherfähigkeit von Böden sorgt, und er enthält so 12-13% Phosphat, also ungefähr das, was der Mineraldünger, den man importiert und das, was einen sehr kritischen Rohstoff darstellt, ebenfalls beinhaltet. Und damit das Ganze in der Anwendung nicht so staubt und besser lagerbar ist, wird das pelletiert. Das ist also das Gleiche, kompaktiert, also gepresst, sodass der Bauer es besser handhaben kann. Das soll entstehen in so einer Halle, die 10 x 28 Meter Grundfläche braucht und 7 Meter hoch ist. Das ist der Plan. Und wenn alles gut läuft, soll in Betriebnahme nächstes Jahr, Mai, Juni, also um die Zeit in einem Jahr ungefähr sein. Die vom Zweckverband Frohnbach entwickelte Technologie könnte auch für andere Verbände oder Anlagenbetreiber von Interesse sein. Jede andere Kläranlage hat von den Grundvoraussetzungen her ähnliche Bedingungen. Das heißt, auch dort ist das Entsorgungsproblem. Dort liegt der Klärschlamm in ähnlicher Form vor wie hier. Was vielleicht etwas anders ist, sind die Wärmebedarfe und Dargebote. Da gibt es technologische Unterschiede. Aber an und für sich kann die Grundanordnung, wie wir sie hier befürworten, in jedem anderen Klärwerk ebenfalls verwirklicht werden. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Es geht dann darum, eine angepasste Planung vorzunehmen. Also das geht los beim richtigen Ort. Wo ist überhaupt Platz in so einem Klärwerk? Wo lässt sich's einbinden? Wo stört es nicht? Wie sieht es sicherheitstechnisch aus? Wie sind die Wege am kürzesten nach dort? Wo soll ein Lager sein können, wo man hinterher das gefahrlos bereitstellen kann?
Das sind so die Gedanken, die da eine Rolle spielen. Aber von der Grundverfahrensführung ließe sich das auf jedes andere Klärwerk auch anwenden. Ich finde auch, das Interesse ist sehr groß, wer da alles heute hier zu den Spatenstich angereist ist. Und ich denke mal, das sollte ja für viele, die mit Leerschlamm zu tun haben, für viele Abwasserzweckverbände, sollten wir dann Vorreiter sein. Und wir sind auch immer gerne bereit, da Führungen zu machen, wenn das dann so letzten Endes funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Errichtung der Pyrolyseanlage zur dezentralen Klärschlammverwertung in Niederfrohna wird zu 80% mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, finanziert. Investiert werden rund 3,2 Millionen Euro. Eine Pilotanlage wie die in Niederfrohna ist immer mit mehr Aufwand verbunden. Der Verband schätzt, dass spätere Wiederholungsprojekte vielleicht mit weniger als die Hälfte Kosten auskommen. Das werden die zu sammelnden Erfahrungen zeigen. Das Projekt ist außerdem Teil der Zukunftsinitiative SIMUL des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Es war ein langer und komplizierter Weg. Zum einen, weil wir als Abwasserzweckverband ja die Pflicht haben, das Abwasser so gut wie es geht zu reinigen und das so preiswert wie möglich sind, also keine Forschungseinrichtung. Und andererseits es auch nicht so einfach war, bei den bestehenden Fördermittelprogrammen das Passende zu finden. Der Freistaat Sachsen half dabei, denn bei dem Projekt geht es nicht nur um Kostenminimierung, es dient auch dem Umwelt- und Klimaschutz. Wir sind wieder hier zurück im Depot Pol Ströhr in Gelenau zum Thema Große Sommerschau. Herr Schuster, eine wunderschöne Puppenszene ist vor uns hier aufgebaut. Was hat die Sommerschau mit den Püppchen zu tun? Ja, Puppen ist eine Leidenschaft unserer Sammlerin gewesen. Frau Dr. Erika Pol Ströhr ist ja vor einem anderthalben Jahr verstorben und wir dürfen erstmals einen Teil ihrer Puppensammlung hier zeigen. Und als Sonderthema haben wir gewählt, Spiel- und Künstlerpuppen Heidi Ott. Heidi Ott ist eine Designerin, die in der Schweiz lebt, heute noch Puppen produziert. Das tut sie seit über 40 Jahren und das sind wunderschöne Stücke entstanden. Alle sind handgearbeitet, die Kleidung ist selbst genäht, es sind limitierte Auflagen in Kleinserie. Fast alle Puppen sind handsigniert, durchnummeriert und das bringt natürlich dann einen gewissen Sammlerwert mit sich. Die Perücken sind alle aus Echthaar gefertigt und wir haben versucht, die Puppen so, wie man es zu Hause auch tun würde, aufzubauen, schön zu dekorieren und lebendig zu gestalten. Wie viele von den Puppen sind denn hier zu sehen? Also wir haben allein von den Heidi Ott Puppen über 350 Stücke aufgebaut und die sind aber nur diese 6 Wochen, nämlich vom 3. Juli bis zum 12. August während der sächsischen Sommerferien zu sehen und wir hoffen dadurch natürlich viele Sammler anzusprechen, aber auch Omas, Opas, die ihre Enkelkinder betreuen müssen und natürlich unsere Familien. Ja, und im Programm geht es jetzt erstmal weiter mit den Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Vom 14. bis 17. Juni wurde in Frankenberg gefeiert. Rund um den Marktplatz hatten die Organisatoren ein buntes Fest auf die Beine gestellt. Schausteller, Vereine und Gewerbetreibende sorgten für Spaß und Unterhaltung der kleinen und großen Festbesucher. Zudem gab es wieder ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Auf der Bühne am Markt rockte unter anderem Herr Schmidt und Bent die Massen.
Auf der Bühne am Kirchplatz ging es geruhsamer zu. Unter dem Motto Klangfarben traten dort verschiedene Orchester auf. Und es gab diesmal auch noch eine dritte Bühne, die war im Innenhof des Martin-Luther-Gymnasiums aufgebaut. Beim Talentefest im Rahmen des Kulturmonats der Jugend präsentierten junge Frankenberger ihre musischen Begabungen. Denn wie ich immer sage, besser raus als rein, doch soll's das damit noch nicht gewesen sein. Auch das Sinfonische Blasorchester Frankenberg unter der Leitung von Stadtmusikdirektorin Janice Stand hatte hier einen Auftritt. Die Musiker wurden unterstützt von Schülern der Bläserklassen des Martin-Luther-Gymnasiums und der Erich-Viehweg-Schule. Das Talentefest wurde organisiert vom Eigenbetrieb Bildung, Kultur, Sport, dem Bildungsverein und dem Frankenberger Gemeinschaftswerk. Dessen Jugendclub hatte auch die Versorgung der Gäste mit alkoholfreien Cocktails übernommen. Am Talentewettbewerb beteiligten sich die Clubmitglieder mit einer Tanzeinlage. Wenn sich in Frankenberg Talente präsentieren, darf die Broken Beat Crew nicht fehlen. Die Breakdancer sind mittlerweile sachsenweit bekannt und haben in der Chopau-Stadt einen wahren Breakdance-Boom ausgelöst. Es war also wieder jede Menge los beim Frankenberger Stadtfest. Rund um den Marktplatz wurden an den drei Veranstaltungstagen ca. 20.000 Besucher gezählt. Hainichens Bürgermeister Dieter Kreisinger hatte am 15. Juli zu einem kleinen Empfang eingeladen. Anlass war das Ende der Bau- und Rekultivierungsarbeiten auf dem Gelände des alten Gaswerkes an der Mittweidaer Straße. Bis 1958 wurde hier Stadtgas produziert. Danach war am Standort neben der kleinen Striges der Bauhof untergebracht. Nach dem Hochwasser von 2013 wurde mit den Planungen zum Rückbau des Industriegeländes begonnen. Aus dem Förderprogramm zur Hochwasserschadensbeseitigung und aus anderen Fördertöpfen mussten dafür 2,3 Millionen Euro aufgebracht werden. 10% der Summe stammen aus dem städtischen Haushalt. Die hohen Baukosten resultieren aus den umweltschädlichen Hinterlassenschaften des einstigen Gaswerkes. Da wir uns ja direkt neben der kleinen Striges befinden, konnten wir natürlich diese Teergruben nicht in offener Bauweise sanieren, der Gestalt, dass man einfach ein Loch buddelt, sondern wir mussten vorneweg einen sogenannten Spundwandkasten erstellen. In dieser Baugrube ist dann der Bodenaushub durchgeführt worden. Wir haben im Anschluss die Rohre hier des alten Gaswerks ausgebaut. Das sind also Rohre bis DN500 gewesen, also mit 50 cm Durchmesser, die teilweise noch voll Öl gestanden haben, was ein Gaswerksnebenprodukt ist. Und das musste auch alles entsorgt werden. Und wir haben dann hier die Fläche mit unbelastetem Boden wieder aufgefüllt. Wir haben neue Uferböschungen hergestellt, ein neues Gewässerbett mit einer meandernden Fließrinne. Und wir haben auch hier Weidenstecklinge eingebracht und einzelne Bäume, um das Gewässer in dem Bereich auch wieder zu begrünen. Und auf der in Fließrichtung gesehen rechten Seite der kleinen Striges ist jetzt eine große Freifläche entstanden und die soll künftig als Hundefreilaufwiese genutzt werden. Ich finde das großartig, wenn die hier auch mal freilaufen können. Die brauchen auch mal unter sich Verbindung zu Hunde. Und das ist großartig. Ich finde das klasse. Eine Hundewiese für 2,3 Millionen. Bürgermeister Kreisinger hat dafür aber eine plausible Erklärung. Ich meine, wir können ja schlecht mit Hochwassergeldern ein Areal abreißen und dann ein Jahr später hier Baugenehmigung für einen Eigenheimstandort aufbauen. Also ich denke, das wird jeder so vernünftig sein. Das geht nicht. Und nicht nur die Hunde profitieren von der Millionenausgabe. Auch die Fischer haben etwas davon. Die hier im eingebrachten 5 Baumstuppen sind also dazu da, dass die Forelle, die ja hier in der kleinen Striges heimisch ist, einen sogenannten Unterstand bekommt.
und sich dort, sage ich mal, in den sich dort bildenden Schattenräumen sozusagen aufhalten kann. Größte Nutznießer des Millionenprojektes sind natürlich die Hainichener Bürger. Mit der Entsorgung im Boden liegender Altlasten konnte eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt beseitigt werden. Freizeitkicker gegen ehemalige Fußballprofis. Dieses ungleiche Duell war Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 130-jährigen Bestehen des Turn- und Sportvereins Falkenau. Die Freizeitmannschaft des TSV hatte sich zum Vereinsjubiläum das All-Star-Team des Chemnitzer FC eingeladen. Den Kontakt hat der Zeise Schloss hergestellt. Ich habe mich dann mit dem Jörg Illing in Verbindung gesetzt. Und dann haben wir den Kontakt geknüpft und zu unserem 130-jährigen Vereinsjubiläum hier, DSV Falkenau, hat die Spielgemeinschaft bzw. der Ultrasieg Chemnitz zugesagt. Bevor die einstigen Fußballprofis zeigen konnten, was sie noch alles so drauf haben, standen erst einmal andere im Vordergrund. So wurde Uwe Winkler für seine langjährige Tätigkeit als Mannschaftsleiter und Trainer der Freizeitfußballer geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Steffen Butter. Leithammel der zweiten Mannschaft von Falkenau über zig Jahre. Ohne ihn, das kann man einfach, muss man so sagen, würde es die zweite Mannschaft nicht mehr geben. Und weil hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steht, erhielt auch Bärbel Butter eine Anerkennung vom Verein. Nach den Ehrungen sahen dann die rund 200 Zuschauer ein Spiel, welches erwartungsgemäß verlief. Die traditionell in Himmelblau spielenden Chemnitzer Ex-Profis hatten leichtes Spiel. Der Torwart im Falkenauer Kasten musste ein ums andere Mal den Ball aus dem Netz holen. Zur Halbzeit stand es bereits 5:1 für Chemnitz. Der Freude am Fußball tat das aber keinen Abbruch. Denn genau wegen dieser Freude haben sich die Freizeitkicker im Jahr 1980 zusammengefunden. Es sind einige aktive Spieler und es sind auch Spieler dabei oder Fußballer dabei, die haben in ihrem Leben noch nie Fußball gespielt, aber bei uns wird keiner weggejagt. Wir treffen uns jeden Freitagabend zum Training und zum gemütlichen Beisammensein. Die Fußballer sind mit ca. 165 Mitgliedern die zahlenmäßig stärkste Abteilung im Verein. Und die hatte mit 60 Jahre alte Herren und 20 Jahre Frauenfußball gleich mehrere Jubiläen zu feiern. Beim TSV wird aber nicht nur Fußball gespielt. Unter anderem haben hier Leichtathleten, Seniorensportler und Tischtennisspieler ihre sportliche Heimat. Die spielten am Jubiläumswochenende ihren Vereinsmeister aus. Neben sportlichen Wettkämpfen wurde das Vereinsjubiläum mit einem bunten Familienfest gefeiert. Für Essen und Trinken war gesorgt und für die kleinen Festbesucher war das Spielmobil des Kreissportbundes angereist. Das Spiel Ex-Profis gegen Freizeitkicker gewannen die Gäste aus Chemnitz übrigens mit 10:4. Musik vom Kilimandscharo gab es am 16. Juni in der St. Ägidienkirche in Frankenberg zu hören. Die 17 Sängerinnen und Sänger gehören zum Chor am Kemi. Musiker hat der Kirchenbezirk Marienberg eingeladen. Dieser pflegt schon seit langem eine Partnerschaft mit dem Kirchenbezirk Kilimandscharo Mitte in Tansania. Die Partnerschaft besteht schon seit 25 Jahren. Und die Partnerschaft basiert drauf sozusagen den Austausch, Fachkräfteaustausch. Das ist das Hauptaugenmerk von Erziehern, Krankenschwestern, Pfarrern, Lehrern. Und man sagt, von beiderseitigen Lernen miteinander. Ums Lernen, vor allem ums Kennenlernen, geht es auch beim Besuch des afrikanischen Kirchenchores in Deutschland. Schon seit vielen Jahren ist ein Interesse gewesen, dass man Chor nach Deutschland kommt, damit die Leute auch hier, man sagt, das lebendige Singen, ne, den Glauben, das Sehen und Miterleben. Nur endlich nach vielen Jahren, wo es angedacht war, es ist jetzt nach zweijähriger Vorbereitung, ist es losgegangen und nun sind sie endlich da.
und sie wussten zu begeistern. Der Chor wird noch bis zum 25. Juni im Kirchenbezirk Marienberg zu Gast sein. Danach geht es noch für eine Woche nach Tübingen, welches durch eine Städtepartnerschaft mit dem Heimatort der Sängerinnen und Sänger verbunden ist. Ein langes, der Kunst gewidmetes Wochenende startete am 15. Juni in der kleinen Galerie Hohenstein-Ernsthal. Musikalisch umrahmt vom Klarinettenquartett der Kreismusikschule wurde eine neue Ausstellung eröffnet. Der 1941 in Kentlor geborene Axel Wunsch zeigt AW 76 linientreu. Bei manchen Ausstellungen, so der Laudator Georg Felsmann, weiß man, was auf einen zukommt. Bei Axel Wunsch weiß man es eigentlich nie. Weil man immer wieder überrascht wird durch Dinge, die vor allen Dingen im Detail liegen. Und gerade auch in dieser Ausstellung haben wir wunderschöne Beispiele dafür, nachdem wir uns doch sehr stark reduziert haben und tatsächlich das Thema Linie in den Vordergrund gestellt haben. Denn die Linie ist das Kompositionsprinzip oder Kompositionsmerkmal, egal wie man es jetzt sagen möchte, die Sie in allen Arbeiten, dafür verbürge ich mich, die Sie hier in der Ausstellung sich angucken, immer in verschiedensten Formen finden werden. Neben Zeichnungen sind in der kleinen Galerie auch Kleinplastiken zu sehen. Das Menschenbild steht im Zentrum des Schaffens von Axel Wunsch. Das schließt das Porträtieren von Tieren nicht aus. Deren menschliche Züge kennt man aus der Fabelwelt. Man sollte sich die Werke von Axel Wunsch detailliert anschauen. Oder wie Georg Felsmann zur Vernissage meinte: Es lohnt sich, ein zweites Mal herzukommen. Und wenn die Galerie dann auch etwas leerer ist, was natürlich dann schön ist, nicht so schön, wenn sie aber voll ist, dann kann man auch die Arbeit nochmal individuell genießen. Voll ist die kleine Galerie immer, wenn Ausstellungen eröffnet werden. Diesmal fand an dem Abend zugleich noch das Galeriefest statt. Für Künstler und Kunstfreunde die Gelegenheit, gemütlich im Hof am Stadtgarten zu plauschen und sich kulinarisch von den Mitgliedern des Galeriefördervereins verwöhnen zu lassen. Musik gab es ebenso von der Band Triologie. So manche Besucher traf man an dem Wochenende ein zweites Mal im Stadtgarten. So am Samstagabend, als Hohenstein-Ernsthals Oberbürgermeister Lars Kluge die Veranstaltung Kunst im Garten, Gartenkunst, eröffnete. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich wirklich sehr, dass ich Sie heute bei diesem schönen Wetter, es war ja ein bisschen anders vorausgesagt, ich freue mich, dass es gehalten hat, bei diesem schönen Wetter hier in unserem schönen Stadtgarten begrüßen darf. Ich mache das sehr gern, weil der Stadtgarten so ein echtes Kleinod in unserer Altstadt ist. Direkt am Altmarkt gelegen, finde ich es ganz, ganz toll, dass es uns mit unserem kleinen Fest Kunst im Garten, Gartenkunst, immer wieder gelingt, viele freundliche, bekannte Gesichter hier reinzuholen. Und unser großer Wunsch ist es natürlich, dass Sie auch immer weiter erzählen, was wir hier für ein tolles Kleinod haben. Kunst im Garten, Gartenkunst, findet schon seit ein paar Jahren im Stadtgarten statt. Die Gartenkunst, die wir jetzt zeigen, eine Woche lang, Sie haben es schon gesehen, die wird jetzt also bis nächstes Wochenende zu sehen sein. Und ich bedanke mich ganz besonders bei all denen, die hier mit ausstellen, die das Ganze künstlerisch unterstützen, aber natürlich auch all jene, die einfach mal auch ein paar Bänke mit hergestellt haben, die Gärtnereien, die auch Pflanzen mit zur Verfügung gestellt haben. Denn das macht das Ganze besonders bunt. Nicht zu vergessen das bunte Bühnenprogramm mit viel Musik und mehr. Die Gruppe Capriccio ist da. Der Alex hat schon gesagt, ihr wart schon mal da, ihr kennt den Stadtgarten und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Rocklegenden hören, also Lieder und Klänge,
die wir alle kennen werden. Wir freuen uns sehr darauf. Es wird gerockt hier im Stadtgarten. Und morgen gibt es natürlich auch noch ein Highlight. 15.30 Uhr ist der Felix Reuter da. Der verbindet Komödie mit Klassik. Ich denke, das ist ein bisschen was anderes als das, was ihr macht, aber passt auch ganz hervorragend zum Stadtgarten. Gemütlich gemacht haben es sich allerhand Besucher im Stadtgarten. Sie konnten die Musik genießen und dazu Wein, Bier, Limonade und Leckeres vom Grill. Wenn ich so schaue, muss ich wirklich sagen, hier im Stadtgarten, das müsste man viel, viel öfters machen. So wie Sie und ihr alle so schön gemütlich hier sitzt. Also das ist ein Bild. Ich hoffe, wir machen dann auch mal ein paar Fotos noch, weil das muss man festhalten und den Leuten einfach zeigen, was wir hier für tolle Veranstaltungen auf die Beine stellen. Deswegen vielen Dank an alle, die uns unterstützen, an alle Aktive, an alle Künstler, an alle Sponsoren und natürlich auch an meine Damen vom Kultur- und Veranstaltungsmanagement, die heute sogar für das leibliche Wohl sorgen. Also vielen Dank. Schön, dass Sie und ihr alle da seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend, morgen einen schönen Nachmittag hier. Erzählt weiter, was wir hier Tolles haben. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf die Musik von Capriccio. Das Duo aus Dessau präsentierte im Stadtgarten die Klassiker vieler Rocklegenden. Für das ganz junge Publikum ganz neue Musik. Am 16. Juni hieß es im Stadtpark Limbach-Oberfrohna Swing Gospel Plus bei der zweiten Auflage der Veranstaltung Musik im Park. Wir veranstalten jetzt gemeinsam mit dem Los geht's e.V. als Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna das zweite Mal unser Angebot Musik im Park. Und wir möchten damit zweierlei erreichen. Erstens, dass wir unseren Stadtpark noch mehr nutzen in Verbindung mit der Parkschenke. Und zweitens wollen wir gezielt auch ein Angebot für unsere älteren Mitbürger hier installieren. Und im letzten Jahr hat sich das schon sehr gut angelassen. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir in diesem Jahr noch ein größeres, breiteres und qualitativ hochwertigeres Programm auf die Beine stellen können. Musikalisch startete das Programm die Hansen Big Band aus Leipzig. Gegen 17.30 Uhr freue ich mich, Ihnen den Voice Point Chor aus Niederfrohna ankündigen zu können, den die meisten ja sicherlich kennen werden. Und 20 Uhr haben wir dann die Thomas Stelzer und Friends aus Dresden. Die werden also 20 Uhr beginnen und Sie sehen, zwischendrin sind ja ein paar kleine Pausen, muss umgebaut werden und so weiter. Das Pausenprogramm gestalteten die Blechbläser der Kreismusikschule. Und ein Streichquartett der Städtischen Musikschule aus Chemnitz. Also ein ganz breites Programm, ein bisschen Klassik, aber Soul Swing, wie es auch angekündigt worden ist, und ich denke, es ist für jeden was dabei. Das Wetter an dem Samstagnachmittag sorgte dafür, dass sich der Stadtpark samt Biergarten der Parkschenke mit Menschen füllte. Der Stadtpark als Ort für Musikveranstaltungen bewährte sich schon zum Tag der Sachsen 2016. Ja, wir haben ja den Tag der Sachsen im Nachhinein ausgewertet und haben insgesamt 20 Punkte für uns selber festgelegt, die man in der einen oder anderen Abstufung vielleicht übernehmen kann. Und unter anderem gehört auch dazu, dass wir hier im Stadtpark etwas mehr machen wollen. Sie wissen ja, am Tag der Sachsen hatten wir hier verschiedene Angebote, aber auch eine große Bühne stehen. Und genau daraus ist im Prinzip die Idee entstanden. Wir haben uns dann gemeinsam nochmal abgestimmt. Insbesondere Peter Siegel hat sich hier ganz stark engagiert. Dass sich das gelohnt hat, erlebte man zur zweiten Auflage Musik im Park. Die Hansen Big Band lud zu einem musikalischen Ausflug über die Kontinente ein. Der Leiter der Band, Reiko Brockelt, ist kein Unbekannter bei den Swing-Liebhabern in der Region. Schon mehrfach erlebte man ihn dirigierend bei Swinging Saxonia, dem internationalen Big Band Festival. Dort gewann er 2016 mit der Uni Big Band Leipzig den ersten Preis der Wertungsgruppe 2. Das nächste internationale Big Band Festival Swinging Saxonia findet am 30. Juni und 1. Juli in Hohenstein-Ernsthal statt. Da wird unter anderem die Big Band der Musikschule Leipzig, Johann Sebastian Bach, am Start sein. Die
Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Sonnenbad Rußdorf, Ihr neues Freibad. Das ist so cool. Mit vielen neuen Attraktionen, wie eine riesige Wellenwasserrutsche, Freischwimmerbecken, ein 3- und 5-Meter Sprungturm, Strömungskanal, Kinderbecken mit Minirutsche, Beachvolleyballfelder, Imbiss und. Der Riesenbadespaß für die ganze Familie. Sonnenbad Rußdorf. Der 23. Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna. Das Fest für die ganze Familie. Feiern Sie mit vom 6. bis 15. Juli. 10 Tage Rummel pur. 50 Schausteller laden zu Spiel, Spaß und Vergnügen ein. Verpassen Sie nicht das 10-tägige Bühnenprogramm. Start am 6. Juli um 19 Uhr mit dem Freibieranstich. Erleben Sie die Blues Brothers Doubles mit dem legendären Bluesmobil, Depeche Mode Revival, Gitte und Klaus, Engel in Zivil und viele andere. Aufgepasst, am Mittwoch Kinderfest, unter anderem ab 10 Uhr mit Spindlers Puppentheater und bis 12 Uhr Freifahrten auf den Kinderkarussells für alle Kindergärten. Achtung, Familien, aufgepasst, am Mittwoch gibt es wieder den beliebten Familientag mit reduzierten Preisen. Verpassen Sie am Freitag, den 13. nicht die Feuertrommelshow Red Attack, erstmalig in Limbach-Oberfrohna. Im Anschluss Musikfeuerwerk am Stadtparkteich. 123. Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna. Das Fest für die ganze Familie. Feiern Sie mit vom 6. bis 15. Juli. Swinging Saxonia, das 10. internationale Swing-Festival. Am 30. Juni und 1. Juli im Schützenhaus Hohenstein-Ernsthal. Big Bands und Kombos aus West- und Osteuropa sowie Deutschland spielen zu Wertungsspiel, Konzert und Tanz. Die Wertungsspiele finden Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr statt. Seien Sie dabei beim großen Big Band-Spektakel am Samstagabend. Ab 19 Uhr stellen sich die Bands vor und spielen zum Tanz. Sonntag startet um 17 Uhr das Preisträgerkonzert mit den Highlights der Besten. Swingin' Saxonia, das musikalische Ereignis der Superklasse. Am 30. Juni und 1. Juli im Schützenhaus Hohenstein-Ernsthal. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier im zweiten Teil der Puppenausstellung angekommen. Herr Schuster, was gibt's zu den Exponaten hier zu sagen? Ja, eine ganz tolle Präsentation hier in der zweiten Ausstellungsebene. Wir haben vorhin über Sammler- und Spielpuppen und Künstlerpuppen gesprochen. Und hier setzt sich jetzt das Thema fort. Wir sitzen vor unserer Drehbühne, die immer neu gestaltet wird und dieses Jahr erstmals mit Puppenwagen bestückt ist. Und an diesen Puppenwagen finden sich große Künstlerpuppen und auch Schaufensterpuppen. Und wir hoffen, dass diese Szene hier als Markt in dieser Spielzeugwelt gut gefällt. In den Vitrinen finden sich auch Steiftiere auf Rädern, die erstmals gezeigt werden, und unsere große Karusselllandschaft sowie viele, viele andere Spielzeuge. Erstmalig gibt es ja auch ein Spielzimmer dieses Jahr, ne? Das stimmt. Die Nachfrage war voriges Jahr so groß, dass wir dieses Jahr überlegt haben, ein Spiel- und Lesezimmer einzurichten. Es gibt eine Puppenstube, die bespielt werden kann, Puppen, die an- und ausgezogen werden können. Viele Spiele sind vorrätig, Spielteppiche, und es wird ein kleines Lesezimmer entstehen. Ja, und Sie übernehmen aber nicht die Kinderbetreuung nur alleine, sondern bitten wahrscheinlich auch die Eltern trotzdem noch ein wachsames Auge zu haben, oder? Davon gehen wir natürlich aus, dass die Begleitpersonen ein Auge auf ihre Kinder werfen. Ja, und im Programm geht es erstmal musikalisch weiter mit den Singing Opas. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Ja,
hallo, Singing Opas, der Herr May und der Herr Sachsenmeier. Heute ein schönes Lied über die menschliche Innereien, über die menschlichen Innereien. Drei, vier Herr May. Den Streit der inneren Organe, den kannte schon der Urgermane, doch einig war man im Betreff. Auch Körper brauchen einen Chef. Doch wem gebührt die große Gunst? Wer hat denn Ahnung, wer hat Dunst? Das Herz, das meldet sich sofort. Ich bin das Wichtigste am Ort. Die Lunge mischt sich auch gleich ein. Ich bringe hier die Frischluft rein. Wählt mich, rief es nun aus der Stirn. Denn schließlich bin ich das Gehirn. Dann auch die Nieren und der Magen beeilten sich hervorzuragen und plötzlich aus des Körpers Mitte rief's laut: Nehmt mich als Chef, ach bitte! Das Hirn begann zu protestieren: Du bist der Arsch und willst regieren! Was? Fragt der Arsch. Ihr wollt mich nicht? Dann streike ich und mache dicht. Als er die Drohung wahrgemacht, hat keiner mehr so recht gelacht. Der Darm ward dick und blähte sich. Die Augen quollen aus dem Gesicht. Der Magen wurde klein im Krampf, die Lunge kämpfte einen Kampf. Die Atemluft, sie wurde knapp, das Herz, das machte auch bald schlapp. Benebelt, fast dahingerafft, beschloss das Hirn mit letzter Kraft. Okay, du Arsch, der Chef bist du. Nur bleibe jetzt nicht länger zu. So wurde Arsch zum Chef ernannt. Was dabei rauskommt, ist bekannt. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier im Bereich Kinderfahrzeuge und der Herr Holler vom Depot Pol Ströer kann da wunderbare Auskünfte dazu geben. Herr Holler, was ist während der Sommerschau hier in der Kinderfahrzeugabteilung zu sehen? Ja, zur diesjährigen Sommerschau haben wir wieder umgeräumt. Das ist unser Markenzeichen. Jede Ausstellung ist neu. Und zum Beispiel haben wir hier das große Podest mit Steiffahrzeugen, Steiftieren und Steifteddys und Puppen. Wir nennen das immer hier Safari. Die Puppen, die gehen auf Safari. Das sind alle Steifautos, hauptsächlich Vorkriegsfahrzeuge, die wir im Bestand haben, sind hier ausgestellt mit den Steiftieren. Das nächste, was neu ist, umgestaltet, ist die große Sonderausstellung, die Kleinen unter den großen Ringen. Die haben wir diesmal erweitert, nicht bloß Fahrzeuge, die in Sachsen hergestellt sind, weil die sächsischen Fahrzeuge waren ja auch sehr berühmt deutschlandweit. Und andere Hersteller, zum Beispiel Ferbedo, haben dann auch das zum Anlass genommen und haben die Kinderfahrzeuge nach den original sächsischen hergestellt. Zum Beispiel der Wanderer, der Horsch wurde von Ferbedo hergestellt und die sind mit in der neuen Ausstellung zu sehen. Und dieses spezielle Fahrzeug, neben dem wir jetzt gerade sitzen, hatten Sie mir gesagt, da gibt es auch noch eine ganz besondere Geschichte dazu?
Ja, also muss ich weiter ausholen. Für jeden Sammler sind ja die Objekte das Wichtigste. Das Objekt, egal welches Sammelgebiet. Und speziell bei den Kinderfahrzeugen ist das noch ein bisschen ausgeprägter. Hier ist nicht bloß das Objekt steht im Vordergrund, zumindest bei mir, sondern auch die Geschichten ums Objekt. Und ich habe wirklich fast für jedes dritte Fahrzeug gibt es interessante Geschichten, die man auch hier erzählen kann. Und das sage ich, das ist immer die Salz in der Suppe. Und zu diesem Fahrzeug ganz besonders, weil die Geschichte, die gefällt mir, weil die ist wirklich auch historisch belegt, die ist sehr schön. Da rief mich auf eine Internetseite, wo die Fahrzeuge alle dargestellt sind, und da rief mich ein Mann von der Mosel an, in der Nähe der Burg Elz, und er sagt, ich bin 1941 geboren und im Januar 1942 wurde mein Vater eingezogen zum Kriegsdienst. Und wir haben dann kaum was von ihm gehört. 1944 ist er in der Normandie in Frankreich in Gefangenschaft gekommen. Ist von dort sofort nach England ausgeliefert worden. Von England nach Amerika. In Amerika war er in verschiedenen Lagern. Und in Alabama zum Beispiel gab es eine Schule der deutschen Kriegsgefangenen. Und dort hatte er am Unterricht teilgenommen. Die Lehrer waren also keine gelernten Lehrer, Apotheker, Ingenieure, heute würde man sagen Quereinsteiger. Und er gibt auch ein ordentliches Zeugnis, bestätigt, und das hat er mitgebracht aus der Gefangenschaft. Und zuletzt war er dann von Amerika, ist er nach Norwegen gekommen, Anfang 1947. Und im August 1947 ist er entlassen worden. Hat sich dann durchgeschlagen bis Mainz. Und von Mainz dann zum Steil, zum Fuß oder bei Anhalter, ist er nach Hause gekommen. Und der Clou war, er hatte sich anstelle eines Rucksackes dieses Kinderauto auf dem Rücken gebunden. Und im Kinderauto waren seine ganzen Habseligkeiten. Er hat also nach der Entlassung dieses Auto von jemandem abgekauft. Das Auto selbst ist in den 20er, 30er Jahren hergestellt worden von der bekannten Firma Triang. Das ist die bekannteste englische Firma. Und das Modell ist ein Triumph, auch ein ziemlich bekanntes Modell, aber Ende 20er Jahre. Und wie ging es dann hier in Deutschland weiter? Die Vorgängerfamilie, die das Auto besaßen, und es ist ja einige Jahre ist doch benutzt worden, war dann nicht mehr ansehnlich. Und die haben dann einen Pinsel genommen, grüne Farbe, und haben das neu angestrichen, das ganze Auto. Habe ich auch ein Foto von dem Audio, wie es aussah. Und das hat mir nicht gefallen. Und da ich mich auch mit Restaurierung gut auskenne und Farbfreilegungen viele Jahre praktiziert habe, habe ich dieses Audio wieder freigelegt. Und das ist jetzt die Originalfarbe, so wie es damals hergestellt wurde, mit den natürlichen Gebrauchsspuren von dem Vorgängerkind, was es benutzt hat. Ansonsten ist alles noch im Original. Wie gesagt, da oben ist auch das Zeichen vorne dran von Triumph. Wie gesagt, mit Türe, kann man mal aufmachen, gepolsterten Sitz, Ballhube, also Komplettausstattung. Und diese Fahrzeuge sind auch verhältnismäßig selten. Ja, liebe Zuschauer, und wenn auch Sie mal noch ein paar Geschichten hören wollen zu den ausgestellten Fahrzeugen, dann melden Sie sich am besten beim Herrn Holler. Er ist nämlich hier der Fahrzeugsammler im Depot Ströer. Wir sagen Tschüss für diese Woche und machen Sie es gut.